Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Roomtour. Ihr wisst ja, wie es ist. In meinen Vlogs zeige ich euch natürlich auch immer, wo wir hausen. Wir befinden uns gerade in Irland in einem Ort, oder der nennt sich Clonakilty. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich blende es euch hier einfach kurz ein. Und ja, das ist das Bad. Also das ist, glaube ich, wir haben hier 3 oder 4 Stockwerke. Das ist insane groß, das haben wir gar nicht gewusst, dass es wirklich so groß ist. Wir sind gerade aber auch erst angekommen, also wundert euch nicht. Hier liegt alles ein bisschen kreuz und quer. Das ist auf jeden Fall das erste Zimmer. Dann kommt man hier raus. Ich habe jetzt hier gerade aufgemacht, weil da geht es auch raus. Das ist wie so eine kleine Terrasse, aber ja, die wird nicht wirklich genutzt. Dann haben wir hier den Eingang. Hier geht es dann rein. Oh nein, die GoPro flackert. Naja, wie auch immer, vielleicht kann ich das im Nachhinein irgendwie bearbeiten. So, dann haben wir hier so ein kleines Wohnzimmer. Nette Musik, wird auch gerade gespielt. Nein, ich schaue Rocker. Yeah. Ja, auf jeden Fall, das ist die Küche. Dann geht's hier die Treppe hoch. Bam, 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 bam. Ganz schön eine Weile hoch. Und das ist ziemlich cool, weil da hinten ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht so eine, ja, das ist eine Kirche, nehme ich mal an. Und davor ist so ein Friedhof. Creepy, aber irgendwie cool. Ja, dann kommt man hier hoch. Dann ist hier einfach nochmal ein Schlafzimmer. Bam. Dann geht's hier die Treppe weiter hoch. Düm, 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 düm. Wenn ihr euch fragt, warum wir uns so ein riesiges Haus gemietet haben, der Grund dafür ist, so, hier ist übrigens, ich bin ganz außer Atem. Die andere Etage, hier sind nochmal 2 Betten. Und jedes Zimmer hat natürlich auch sein eigenes Bad, was ich ziemlich cool finde. Und wenn ihr euch fragt, hey, das ist aber irgendwie alles ganz schön riesig, was habt ihr denn bitte vor, dass ihr euch so ein riesiges Haus mietet? Lustigerweise, denn das war eine super spontane Idee, haben wir mit meiner Familie aus Mallorca so ein bisschen rumgeblödelt, haben so gesagt, ja, es wäre doch voll cool, wenn wir zusammen nach Irland gehen. Und ja, schlussendlich ist es jetzt so, dass Katie und ich hier sind und mein Onkel, meine Tante und meine Cousine und mein Cousin auch dabei sind. Das heißt, wir machen diesen Roadtrip gemeinsam mit meiner Fam. Oder mit einem Teil von meiner Fam. Oder es war eher so ein Späßle. Wisst ihr, es war so ein Spaß, was schlussendlich irgendwie ernst wurde. Und das finde ich ziemlich cool. Und Junge, ich bin geistkrank verschwitzt, weil die Heizung ist hier an. Also natürlich ist es hier in Irland ein bisschen kühler als bei uns. Aktuell in Deutschland. Weil wir haben, glaube ich, in Deutschland irgendwie so 35 Grad. Hier in Irland haben wir jetzt gerade so 17 Grad. Ich glaube, 17 Grad sind es. Es ist natürlich frischer. Und die Heizungen sind hier an. Aber ey, ich sag's euch, das ist so geisteskrank. Die Heizungen sind viel zu heiß. Du stirbst hier. Aber ich habe sie jetzt mal ausgemacht, weil da gibt es so ein Zentral-Dingsbums, wo du die einfach ausmachen kannst. Ich hoffe, es kühlt ein bisschen ab. Deswegen habe ich auch hinten diese Terrasse offen gelassen. Ja, auf jeden Fall, das ist unser Airbnb für die nächsten Tage. Und dann fahren wir ja weiter. Wie gesagt, das Ganze ist ja ein Roadtrip. Ja, und deswegen geht's weiter. Wir gehen nachher in die Stadt. Ich bin gespannt, was wir da so finden. Und weil ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Wir können einmal kurz rausfilmen, dann seht ihr das einmal. So sieht es draußen aus. Eigentlich ziemlich cozy. Ich bin super gespannt. Wir werden gleich in die Stadt gehen. Mal schauen, was es da so zu erleben gibt. Also die haben hier auf jeden Fall eine relativ schöne Kathedrale, muss man sagen. Sieht ganz schön aus. Ja. Und voll die süßen Häuser. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Mal schauen, was hier noch so gibt. Also bis jetzt macht es einen schönen Eindruck, sehr ruhig. Und schöne Häusergegenden hier, muss man sagen. In welchem würdet ihr wohnen? Ich glaube, ich würde die Farbe nehmen. Also wir sind gerade noch eine kleine Runde einkaufen, also im Supermarkt hier im Spa. Aber nur so ein paar Kleinigkeiten. Und ich schwöre es euch, das hat es mir einfach absolut angetan. Sausage Rolls, es schmeckt einfach so geil, Junge. Das ist einfach so Blätterteig und da ist so eine Wurst drin. Und es schmeckt einfach, es schmeckt richtig geil. Naja, was soll ich euch zeigen, das ist ein normaler Supermarkt. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ja, wir kaufen ein paar Kleinigkeiten fürs Airbnb, dass wir ein bisschen was da haben. Aber heute Abend gehen wir sowieso essen. Ja. So, der Einkauf ist getätigt. Ich zeige euch nachher mal die Ausbeute. Aber es sind echt nur ein paar Basic-Sachen, dass wir einfach ein bisschen was da haben im Airbnb. Ja. Zweiter Tag.
ich wusste gar nicht, dass es so, also das hat mir meine Tante gerade gegeben, das ist ein Lolli gegen Seekrankheit und allgemein so gegen Reisekrankheit. Reisekrankheit, genau. Weil ich bin übelst der schlechte Beifahrer, für die, die es vielleicht nicht wissen. Und mir wird als Beifahrer irgendwie gefühlt immer schlecht. Deswegen gucke ich auch gerade nicht in die Kamera, sondern ich gucke hier nach vorne. Und dieser Lutscher soll dagegen helfen. Das ist so wie eine Reisetablette, bloß als Lollipop. Und schmeckt nach Cola. Ich bin super gespannt. Wir fahren jetzt an so einen, ja, wie nennt man das? An so Klippen. Das ist so wirklich die Spitze der Küste. Aber ich bin super gespannt, wie es dort wird. Das Wetter ist, ja, ihr seht es ja, eigentlich okay. Man sieht blauen Himmel durch. Das haben wir bis jetzt noch nicht so oft gehabt, seitdem wir hier sind. Also wir sind ja auch noch nicht lange hier. Das ist jetzt unser dritter Tag. Aber, ja. Mal schauen, wie das Wetter sich hält. Das ändert sich hier gefühlt im Minutentakt. Also du hast ganz schnell, hast du hier Regen, dann hast du wieder ein bisschen Sonne, dann hast du Wind. Dann wird es auf einmal wieder warm, dann wird es wieder kalt. Aber was ich hier halt richtig schön finde, ist, dass es alles so grün ist. Ich meine, ihr seht es ja, schaut euch diese Wiesen an. Ich weiß nicht, ob es mit der GoPro so gut rüberkommt, aber es ist wirklich, das Grün ist so richtig unnatürlich grün. So wie wenn ich es mit Photoshop bearbeitet hätte. Aber es ist nice. Und da fahren wir jetzt hin. Wir haben jetzt ungefähr so eine Stunde 20 vor uns. Super gespannt, wie es dort wird. Und ja, see you later. So, wir haben jetzt hier einen kleinen Halt gemacht. Schaut euch mal an, wie schön das hier ist. Das sieht richtig toll aus, muss ich sagen. Wow. Übel schön. Genauso habe ich es mir auch vorgestellt, muss ich euch ehrlich sagen, gell? Genauso habe ich mir das hier so vorgestellt mit der Küste. Ja, das ist richtig schön. Ich glaube, wir werden jetzt auch mal kurz die Drohne starten und dann mal das Ganze von oben anschauen. Ja, das ist auf jeden Fall die Optik. Ihr habt ja auch gerade ein paar Drohnenshots gesehen. Und das ist schon echt cool, ne? Boah, diese ganzen Platten da übereinander. Ist schon richtig geil. Und es gibt mir halt so voll die Game of Thrones Vibes, hier rumzulaufen. Man wurde ja auch hier gedreht. Ich denke, das sieht man auch. Das ist richtig schön. Ich lieb's richtig. Das ist so voll meins. Ich liebe Natur. Ah ja, Bilder haben wir gerade auch gemacht. Sind auch ganz cool geworden, glaube ich. Yeah. Diese Brise, die da kommt, ist richtig geil. Aber ich könnte gerade schon wieder meinen Pulli ausziehen. Ich habe ihn gerade erst angezogen, weil wir hier Fotos gemacht haben und es sah irgendwie mit dem Pulli besser aus. Aber irgendwie könnte ich es gerade schon wieder ausziehen. Ich finde es schon wieder zu warm. Aber wahrscheinlich, weil ich hier schon wieder so rumgehüpft bin und überall Fotos und Videos gemacht habe. Aber schön ist es. Jetzt bin ich gespannt. Wir fahren ja weiter zu dieser Brücke, zu diesem südlichsten Punkt. Ich glaube, es ist der südlichste Punkt Irlands. Doch, da fahren wir jetzt hin. In dem Sinne, let's go. In dem Sinne, let's go. Ich seid gerade im Gebüsch gelandet. Und jetzt muss ich die sauber machen. Also wir haben es jetzt zum besagten Punkt geschafft. Wir sind jetzt, wie gesagt, so eine Stunde 20 insgesamt gefahren. Und wir haben ja Pausen gemacht und haben uns ja noch ein bisschen alles drumherum angeschaut. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Also es ist natürlich ein bisschen abgezäunt. Aber wenn wir hier mal drüber gehen, dann seht ihr diese unglaublich tolle Aussicht. Mit der GoPro wirkt das nie so geil, aber ich werde auch gleich nochmal mit der Kamera ein paar Shots einblenden. Und da muss man dann quasi komplett runterlaufen, da unten ist dann diese Brücke. Ich bin gespannt, wir laufen jetzt einfach mal den Weg lang, keine Ahnung, mal gucken, was uns erwartet. So, wir haben es auf die Brücke geschafft. Atemberaubende Aussicht. Boah, Junge. Das ist schon echt eine Aussicht.
Für Leute, die Höhenangst haben, ist das natürlich nichts. Aber schaut euch das an. Boah, Junge. Das ist schon eine ganz geile Aussicht, muss ich schon ehrlich sagen. Also, schaut euch das an mit der Küste da im Hintergrund. Wahnsinn. Oh. Junge, ich selber kann da nicht runterschauen. Alter, ich hätte absolut Höhenangst. Junge, Junge. Oh, Alter. Okay, wir schauen einmal gemeinsam runter. Oh. Das war's auch schon. Boah, ist geil. So, jetzt steppen wir gerade noch eine Treppe hoch. Witzigerweise sage ich immer so, bevor ich einen Clip starte für den Vlog. Aber wie auch immer. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber ich glaube, man sieht's. Da ist die Brücke. Da haben wir gerade auch coole Fotos gemacht. Ich blende euch hier mal ganz gerne schnell eins ein. Aber da geht es dann halt so hoch. Und immer so weiter und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir am Schluss hinkommen. Ich glaube einfach nur da hoch. Da ist nochmal so ein Viewing Point. Und das ist die Aussicht. So, schaut euch an. Alter, diese Aussicht. Oh, ich sehe nicht wirklich was wegen dem Licht. Aber die Aussicht ist wirklich insane. Man sieht es vielleicht nicht so gut durch die GoPro. Wobei, ich glaube, man sieht es ganz gut. Ist gut windig. Boah, wow. Also es hat sich ja sowas von gelohnt, hier hochzukommen. Man schaut euch das an. Wahnsinn. Hammer Aussicht. Ich liebe diese Küsten, wisst ihr? Und dann diese Brandung und dann die Felsen und alles. Oh, das ist schon wirklich richtig schön. Und dann ist halt alles noch so grün. Das kommt dann noch dazu. Alles ist so grün. Und dann hast du hier das ganze Meer. Hammer. Ich würde mich aber nicht trauen, da reinzuspringen. Aber das wisst ihr ja, wenn ihr schon länger meine Vlogs anschaut. Wahnsinns Aussicht. Aber hier kommt auch schon ein richtig guter Wind durch. Das spürt man richtig. Ah, sieht toll aus. Wir sind jetzt gerade da, wo ehemalig ein Leuchtturm war. Also hier sind die ganzen Gebäude noch von dem Leuchtturm. Und da vorne, ihr seht diese rote Boje, das ist der südlichste Punkt von Irland. Und boah, ist das krass. Da oben standen wir. Und das hier ist das Gebäude. Also wir sind quasi von da unten gekommen und dann sind wir hoch und hier kannst du rein. Aber das habe ich euch jetzt einfach mal erspart, weil das braucht ihr eigentlich nicht alles sehen. Aber es ist ziemlich geil. Und das ist die Aussicht. Also ich hätte mir echt gut vorstellen können, hier so zu arbeiten. Und dann bist du da so drin und kannst immer rausschauen. Also ist schon ganz geil. So, das Wetter, das switcht immer sehr schnell, wie ihr sehen könnt. Gerade eben war es die ganze Zeit noch super schön. Sonne hat geschienen. Und jetzt habe ich eine Regenjacke an. So ist das halt. Aber das macht diese Insel auch so besonders. So, du weißt nie, was dich erwartet, was das Wetter angeht. Du weißt einfach, keine Ahnung, es wird einfach gewürfelt. Das Wetter wird jeden Tag einfach gewürfelt. Aber wir genießen jetzt nochmal kurz hier das letzte Mal für heute. Die wunderschöne Aussicht. Ihr seht's. Super schön. War mega geil. Aber das Wetter ist jetzt geswitcht. Das Gute ist, dass wir jetzt sowieso nach Hause laufen, also zum Auto laufen wollten. Und jetzt in diesem Moment das Wetter so umgeschwungen ist auf Regen. Ja, die Leute, die jetzt erst kommen, tut mir leid. Wir hatten Sonnenschein und das perfekte Wetter. Also wirklich, es war tatsächlich wirklich einfach perfekt. Ja, aber jetzt regnet es und jetzt laufen wir zum Auto. Aber ich muss noch pinkeln, das machen wir auch noch. Guck mal, wie das Wetter sich einfach gewechselt hat. Wären wir jetzt gekommen, das wäre so räudig gewesen. Man sieht einfach gar nichts mehr. Seht ihr das? Es ist komplett neblig und es regnet. Also wir hatten geisteskrank viel Glück mit dem Wetter, weil die Leute, die jetzt kommen, die tun mir richtig leid. Weil jetzt ist es richtig blöd. Also du siehst halt einfach die Hälfte davon nicht mehr. Wegen dem ganzen Regen und Nebel. Ja, die Dame ist auch schön eingepackt. Auf jeden Fall hatten wir mega Glück, ich bin voll happy. Aber wir fahren jetzt erstmal heim und chillen einfach ein bisschen. Ich bin auch schon klitschnass. Also, da ist unsere Karre. Ab nach Hause, meine Freunde. Jetzt fängt es aber richtig stark an zu regnen. Mach auf den Lumpen, du brauchst den Autoschlüssel dafür. Wirklich? Mach es auf. Wirklich? Zweimal drücken. Oh, lass Junge, jetzt. Lass mich da rein. Oh. Du mieser Lumpen. Wie du nicht verschwinden willst. Gehst du jetzt da weg. Alter, es ist alles komplett nass. Ugh. Okay. Okay. Und ab ins Auto mit uns. Ugh.
Das Auto. Mach auf! Das Auto verriegelt irgendwie immer doppelt, warum auch immer. Oh, oh shit, ich muss meine Regenjacke ausziehen. Halten Sie dies. Boah, da sitzen wir nun. Junge, es ist einfach komplett nass. Ich bin auch komplett nass. Jetzt dein Handy. Alter, aber es ist richtig cozy, Junge. So fahren wir jetzt heim mit dem Regen. Aber krass, gell? Also das Wetter, das switcht hier so geisteskrank schnell. Das ist wirklich insane, dein Handy. Okay, also Freunde, wir fahren heim. Wir sehen uns dann irgendwo zu Hause. Bis later. Und wie wir sehen können, fahren wir jetzt nach Hause. Ich wollte es euch trotzdem noch kurz zeigen, weil ich finde es halt ultra cozy mit dem Regen. Ich liebe das. Ich finde das richtig geil. Aber das, was wir gerade alles noch so gesehen haben, also gerade, als wir vorher hergefahren sind, noch gesehen haben, ist jetzt kaum noch zu sehen, weil es nun komplett neblig ist mit dem Regen. Ich meine, die Insel ist nicht ohne Grund so grün, ne? Da kann es auch gerne mal öfter regnen. So viel zum Thema Regen. Wir sind gerade heimgekommen. Also hier ist halt so ein öffentlicher Parkplatz, wo wir mal parken. Und zum Airbnb geht es dann da hinten ums Eck. Ah, Junge! Oh, geilo! Ey, wir chillen jetzt hier noch kurz ein bisschen auf gemütlich. Und dann gehen wir erst heim.